Wir sind da hier oben jetzt am Picknicken mit einem selber gemachten Knäckebrot, am Schweinslungenbraten im Speckmantel, am Sommersalat mit Himbeeressig, am Hollerkoch, und ich zeige euch jetzt, wie wir das alles gezaubert haben. Wir sind heute unterwegs am Wolfgangsee. Das Auto ist schon fast fertig geladen und ich brauche jetzt nur noch meine Aufgaben von der Bettina. So Markus, heute geht's ans Picknicken. Schau, dass du Gerichte zauberst, die einfach zum Mitnehmen und leicht zum Unterwegsessen gehen. Schau, dass du Holler, Himbeeren, Zwetschgen, Salbei und Sonnenblumenkerne einbaust. Dein Picknickort, der soll ein besonders schöner sein, aber da bist du am Wolfgangsee eh ganz genau richtig. Ich bin echt schon gespannt, was du sommerlich Frisches für uns kreierst. Oh Bettina, da werde ich mir heute garantiert ein bisschen zurücklehnen und mir helfen lassen. Ich weiß nämlich den perfekten für Picknick. Und zwar fahren wir jetzt zur Almmarie. Hi Maria, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus Markus. Du, ich habe eine ganz spezielle Challenge gekriegt, gell? Und ich weiß ja, du bist Picknick-Spezialistin und da brauche ich unbedingt Hilfe heute von dir. Wie läuft denn das bei dir mit der Almmarie? Wir richten seit ungefähr 2 Jahren fixfertige Picknickkörbe her für unsere Gäste mit verschiedenen Schmankerln und Köstlichkeiten aus der Region. Und heute machen wir das ein bisschen anders. Du kannst heute mithelfen, Sachen vorzubereiten und ins Glas und in den Korb zu packen. Mein Mann wartet schon in der Küche. Und das heißt, dann darf ich jetzt gleich beim Kochen einsteigen, oder? Richtig, genauso machen wir. Schauen wir das. Hin, oder? Gehen wir in die Küche. Ja, hallo Markus, grüß dich. Du, deine Frau hat mich jetzt gerade draußen beim Himbeerbrocken einteilt, dass ich zu dir rein muss, zum Helfen. Du, ich glaube, wir haben ein paar Sachen zum Tun. Ja. Teil mir ein, okay. Ich helfe dir jetzt. Super. Also der Plan ist für den Picknickkorb so, wir machen auf alle Fälle ein Knäckebrot. Wir machen dann einen Salat mit einem selber gemachten Himbeeressig. Wir machen ein Filet mit Zwetschgen Salbeifülle im Speckmantel. Und dann werden wir noch ein gutes Hollerkoch machen. Wow, das klingt gut. Ja? Super, oder? Und wahrscheinlich einen Haufen Arbeit. Das heißt, wir müssen gleich direkt loslegen. Auf alle Fälle. Sehr gut. Dann starten wir mal mit dem Knäckebrot, oder? Ja, sag ich dir. Also fürs Knäckebrot, ich habe da jetzt schon mal alles einmal vorbereitet. Nehmen wir entweder Dinkel- oder Weizenmehl. Dann haben wir Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesam. Und zu den Sonnenblumenkerne hat die Bettina jetzt noch eine ganz wichtige Info für uns. Die Sonnenblume gehört zu den Korbblütengewächsen. Und vor ca. 400 Jahren haben es die Spanier aus Südamerika zu uns nach Europa gebracht. Da ist sie dann angebaut worden und seit ca. 200 Jahren wird Öl daraus gepresst. Das Öl hat ganz viel ungesättigte Fettsäuren, aber auch entzündungsförderliche Linolsäure. Daher soll man nicht so viel davon verzehren. Die Sonnenblume hat nur eine Vegetationsperiode und wird trotzdem bis zu 3 Meter hoch. Am besten erntet man im August die Seitenarme und legt sie zum Trocknen auf und lässt die mittlere große Blume nur ein bisschen weiter wachsen, bis die Kerne in der Mitte schwarz werden und sie dann lösen. Die Kerne gehören einfach in jede gesunde Küche. Sie hat ganz viel Proteine enthalten, aber auch Vitamin B1, B3, B7 und E-Vitamine. Sie hat Flavonoide, Kupfer und Mangan enthalten. Sie hat auch zusätzlich nur entzündungshemmende sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Außerdem wirkt sie gegen Bluthochdruck. Die Sonnenblumenkerne kann man super über Salat geben oder in Müsli-Mischungen oder auch in Brotmischungen. Aus den Sonnenblumenkernen kann man einen Aufstrich machen, indem man die Sonnenblumenkerne einfach püriert. Aber aus allen getrockneten Bestandteilen der Pflanze kann man einen Tee machen, der gegen Erkältungskrankheiten wirkt, gegen Harnbeschwerden, und es ist generell ein anregendes und aphrodisierendes Aufbaumittel. Markus, wir werden da einmal die festen Sachen einmal miteinander mischen. Also siehst du, es wird einfach so eine trockene Masse. Das salzen wir jetzt noch, dann kommt das Olivenöl drüber
Wieso gibst du das Olivenöl dazu? Das tue ich dazu, dass es ein bisschen geschmeidiger wird vom Teig. Okay. Dann treibt es auch ein bisschen mehr. Du musst den dann richtig auskneten, den Teig? Oder jetzt nein, du wirst sehen, ich gebe dir jetzt einfach ganz normal Wasser dazu. Das ist jetzt halber Liter in dem Fall. Ich mache nicht alles auf einmal. Ja. Man mischt das und wie gesagt, das soll einfach so eine pastöse Masse sein, wie so ein Müsli auf die Art, dass man es halt einfach gut streichen kann. Wie dick soll man es aufstreichen? Naja, so dünn wie möglich. Das kannst du jetzt auf alles draufgeben, das müsste jetzt hier nicht ausgehen. Also einfach schön verteilen. Genau. Text. Passt das so, oder? Perfekt gemacht. Einfach einmal super schön. Ja. Und die schieben wir jetzt bei, wie gesagt, 140, 150 Grad Umluft. Okay. Schieben wir das jetzt für 15 Minuten einmal ins Rohr. Energiesparen natürlich aktuell ein ganz wichtiges Thema. Von mir als Tipp, Backofen natürlich erst einschalten, wenn ihr ihn braucht. Und ganz wichtig, die Schnellaufheiztaste verwenden. Und für weitere Energiespartipps von der Salzburger AG gerne mit der Alexa fragen. So, die ersten 15 Minuten von unserem Knäckebrot sind jetzt um. Ich glaube, wir müssen es jetzt schneiden, gell? Wie ich dir gesagt habe, nach einer Viertelstunde ist dann so, dass man draufgreifen kann. Spürst du das? Mhm. Jetzt ist das so leicht wahr. Genau, jetzt ist das leicht wahr. Und dann können wir das einfach so auf den Tisch ausgeben. Und ich habe da dann was, ein Hilfsmittel, aber das braucht man nicht unbedingt. Das geht natürlich mit dem Messer ganz normal. Also, ja. Man kann das einfach dann mit dem schneiden. Es geht nur darum, dass man es nachher brechen kann. Dass man es nachher brechen kann. Genau. Super. So, und dann geben wir es jetzt so nochmal 15 Minuten rein bei 150 Grad, eben wie vorher. Sehr gut. Und es soll richtig werden wie ein Cracker. Perfekt. So, Markus, schau her. Jetzt siehst du, jetzt hat es ein bisschen eine Farbe gekriegt. Was du drauf kriegst, das ist wie ein Knäckebrot sein sollte. Jetzt ist es fertig. Schau, das können wir jetzt genau bei diesen Stellen brechen, die wir da zuerst mit unserem super Instrument gemacht haben. Super. Cool. Das kann man in ein Gefäß reingeben, mit einem Deckel verschließen und das hält sich Monate. So, Knäckebrot ist fertig. Unsere Sackerl und gleich eintüten in unserem Picknickkorb und dann haben wir mal das erste fertig. Als zweites bauen wir jetzt noch unseren Sommersalat mit dem Himbeeressig. Und das schauen wir uns jetzt noch an, wie du den Himbeeressig machst. Meine liebe Frau hat gestern Himbeeren pflückt. Ich mag das mit Kernl nicht so gern in der Marmelade, ich mag lieber Gelee. Jetzt gebe ich das einfach in einen Topf rein, die Früchte, bedecke die mit 1 cm ungefähr Wasser und koche das einmal ganz kurz auf, gebe einen Deckel drauf und lasse eigentlich über die Nacht abkühlen. Ja. Wenn man dann in der Früh das abseit, dann hat man das als Basis für Gelee. Und als Rückstand, als ausgepressten Rückstand, diesen Trester. Fleisch. Das ist jetzt das ganze Fruchtfleisch, die Kernl und alles, was einfach, wenn man es auspresst, überbleibt. Den könnte man jetzt wegschmeißen am Komposthaufen. Oder man kann was Leckeres draus machen. Und zwar, wenn man da einen Apfelessig zum Beispiel drüber gibt. In dem Fall ist es selber gemacht, aber man kann auch einen gekauften drüber geben. Wenn man dann schaut, dass das nicht auszusteht, sondern halt ein bisschen drunter bleibt, dass er wirklich erzieren kann. Mhm. Und den jetzt über Nacht stehen lässt, dann hat man am nächsten Tag, wenn man das noch einmal abseit, einen Himbeeressig, wie er da ist, mit dieser Farbe. Also das ist schon wirklich sehenswert. Der ist ja irre knallig. Und wenn man bedenkt, dass man das weggeschmissen hätte, ist eigentlich schade drum. Ja. Und er schmeckt auch so, wie er ausschaut. Darf ich mal aufmachen? Ja, klar. Boah, aber richtig intensiv nach Himbeeren. Ja. Die Himbeere gehört zu den Rosengewächsen und sie ist botanisch gesehen eine Sammelsteinfrucht. Und zwar hat jede kleine einzelne Frucht da drinnen einen Stein mit Fruchtfleisch umgeben und alle Früchte zusammen bilden die Sammelsteinfrucht. Vermutlich begleitet uns die Himbeere schon seit der Steinzeit. Sie hat ganz viel Vitamin C, aber auch B-Vitamine enthalten. Sie hat Gerbstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie das Rutin, das uns aufbauend für unsere Blutgefäße wirkt. Sie hat aber auch Polyphenole enthalten, wie zum Beispiel die Ellagsäure. Die wirkt antioxidativ und verlangsamt unseren Alterungsprozess, somit auch absoluter Jungbrunnen. Außerdem hat sie nur Pektine enthalten, die wirken verdauungsfördernd. Die Himbeere, aber auch die Himbeerblätter sind in der Schwangerschaft die wichtigste Pflanze, die uns da begleitet. Sie stärkt die Gebärmutter, aber auch den Beckenboden und vertreibt unangenehme Verkrampfungen.
Man kann super aus den jungen Trieben und aus den Blättern einen Frühstückstee machen, den man das ganze Jahr über trinken kann. Generell wirkt der Tee gegen Durchfall, Nierenstörungen, Wechselbeschwerden, bei Frauenleiden, also ein absoluter Allrounder. Aus den Beeren kann man super Marmelade machen, man kann es aber für Smoothies, für Eis und Desserts verwenden. Ich mag es besonders gern über einen Salat drüber. Beim Salat, das ist ganz, machen wir ganz einfach. Wir haben eine super Gurke aus dem Garten, wir haben einen Salat aus dem Garten. Wenn du so lieb warst, einfach ins Glas so eine kleine Mischung reingeben. Den Essig werden wir dann extra abfüllen, weil sonst der Salat lätschert wird. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt da unterwegs bist mit deinem Picknickkorb. Und das kann man dann vor Ort über den Salat drüber geben und kann so ein bisschen shake und dann hat man ganz frisch. Eins, zwei. So. Und so packt man das dann ein. Genau, so packt man das in den Korb. Perfekt. So, wir kommen zu unserer geschmackigen Picknick-Hauptspeise, wenn man das so nennen kann. Gell? Ja. Und zwar Schwänzlungenbraten im Speckmantel. Ja. Erzähl mir mal, wie machst du jetzt das? Na, jetzt pass auf. Wir haben da einen Schwänzlungenbraten. Zwei schöne kleine Stickerl. Die schneiden wir jetzt auf, wie so das quasi wird wie ein Schnitzel, ein großes. Man kann das einfach in der Mitte ziemlich durchschneiden, wie so ein Cordon Bleu im Prinzip, und kann das dann innen befüllen. Ich mache es ein bisschen auf die witzige Variante, wo man sie mehr verhauen kann, wenn man irgendwo ausschneidet. Also du tust das ein wenig aufplatteln? Ja, genau, ich plattel das also so ein bisschen auf. Vielleicht, wenn du mir noch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz drauf geben kannst, das war super. War das elektrisch? Ja, das ist elektrisch. Mit Licht sogar, aber das braucht man heute nicht. So viel zum Thema Stromsparen. Sehr gut. Ein bisschen Salz, wenn du noch drauf tust, bitte. Das haben wir jetzt nicht elektrisch. Nein, das haben wir nicht elektrisch. Dann habe ich da was vorbereitet. Und zwar, ich habe da Dörrpflaumen mit einem Knoblauch, Zitronenschale, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, habe ich da ein bisschen so vermixt. Ja. Dann lasse ich das vielleicht von dir noch aufstreichen. Wir brauchen die Hälfte davon, genau. Ja. Mach ich, das ist gut. Wow, geschmackig. Ja. Und ich mache dabei ein paar Salbeiblätter fertig zum drauflegen. Der Salbei gehört zu den Lippenblütengewächsen und er stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Die Benediktinermönche haben ihn aus Italien zu uns mit hergebracht. Und wenn er auf so steinigen, durchlässigen Boden wächst, dann ist er sogar winterhart. In der römischen Volksheilkunde wird er Salvere genannt, was so viel heißt wie gesund bleiben, gesund sein. Schon seit dem Mittelalter gilt er als sehr stärkende Pflanze. Er hat viele ätherische Öle enthalten, unter anderem auch das Thujon, das schweißhemmend wirkt und antibakteriell. Man kann auch zum Beispiel so ein frisches Salbeiblatt kauen. Das wirkt reinigend, desinfizierend, stärkend und durchblutend auf unser Zahnfleisch. Der Salbei hat ebenso Gerbstoffe enthalten wie die Rosmarinsäure. Die wirkt super schweißhemmend, also wenn man so ein unangenehmes Schwitzen hat. Der Salbei ist das Mittel der Wahl bei Halsweh. Einfach einen Tee machen und dann gurgeln. Man kann ihn aber auch super bei unreiner Haut verwenden. Der Salbei ist eher ein Würzmittel bei uns. Man gibt ihn in Soßen oder verwendet ihn bei Fleischgerichten, Omelettes oder auch in Essige. Der Salbei kann getrocknet, frisch oder als ätherisches Öl verwendet werden. Das ist also ein zweifärbiger Salbei. Den legen wir da jetzt einfach so ganz cool drauf. Und dann rühren wir das wieder ein. Genau, dann rühren wir es relativ knapp, relativ straff. Können wir das dann einrollen? Sehr mehr, oder? Ja, super. Jetzt ist er mit ein bisschen Druck, oder? Ja, super, genau. Perfekt. Ja, du hast gelernt, einmal irgendwas. Text. Darum lasse ich das ja die machen. Und dann kann man diesen Speck, den legen wir jetzt einfach in so Scheiberl nebeneinander auf. So, dann legen wir da relativ weit rein. Dann können wir nämlich das schon so raufpicken. Okay, und dann auch ein bisschen stramm einrühren wahrscheinlich, gell? Genau. Drauf. Jetzt haben wir da unsere super geschmackigen, hoffentlich bald geschmackigen Schweinefilets, da im Speck eingerollt. Die tust du jetzt ganz langsam ausbraten. Genau. Okay?
Ich mache das relativ niedertemperaturig und da muss ich sagen, da haben viele machen da den Fehler, dass sie einfach zu fest auftragen. Dann geben sie es ein, dann pickt einer der Speck fest, naja, und verbrennt einer und dann zerreißt sie es alles und dann hat man eigentlich die ganze schöne Arbeit umsonst gemacht. Und du machst das mit Butterschmalz. Und ich mache das mit Butterschmalz, genau. Und die Temperatur, da fahre ich lieber nachher ein bisschen weiter auf mit der Temperatur, schön langsam. Und auch wirklich auf jeder Stufe, ich trage es dann so stufenweise, auf jeder Stufe wirklich so lang lassen, dass halt der Speck eine schöne Farbe nimmt und ja nicht verbrennt. Und ganz zum Schluss, wenn das dann fertig ist, decke ich es mit einer Alufolie ab und dann lasse ich das in der Folie so richtig notieren, dass das einfach die Hitze einfach einige kann kehren. So, jetzt duftet es da schon richtig. So, ich muss jetzt probieren, gell? Jetzt muss man eins rausgeben, weil ich tue jetzt eins anschneiden. Passt, Markus, ich merke, du hast schon so einen Hunger, das hält schon fast. Boah, das schaut gut aus. Ja. So, tschau, nehmen wir uns da gleich das erste. Nachdem du so einen Hunger hast, darfst du. Jawohl, so, Messerl brauchen wir noch. Jetzt schon her, da kriegst du ein gutes Messerl. Schaut mal. Super. Oh ja, der Salbei, der duftet richtig aus. Und ich muss jetzt probieren. Mal, ist gut. Und schmeckt gut? Super. Mal Salbei und der Knoblauch. Aber nicht so extrem, sondern ganz dezent. Na, das gefällt mir. Also weißt schon, was die beim Picknick erwartet. Das muss man jetzt aber wegnehmen, weil sonst brauche ich nichts mehr zum Essen beim Picknick. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch fürs Picknick anrichten, gell? Ganz genau. Aber das lasse ich dich jetzt machen, weil sonst kommt da in die Glasen nichts an. Also okay. Gell, weil ich isse das jetzt zusammen. Okay. So, da schneiden wir einfach jetzt so Zentimeter, wie es du schon gemacht hast, so Zentimeter, anderthalb Zentimeter Stickerl runter. Und schneiden die einmal durch. Und dann geben wir die in die Glasleine. Und machen die Glasel gleich zu, dass der Markus nicht mehr dazukommt. Und zu guter Letzt, weil das passt nämlich für mich wieder perfekt, ohne was Süßes gibt es kein Picknick. Das heißt, wir machen jetzt natürlich auch noch einen Nachspeis. Und zwar ein Hollerkoch mit Zwetschgen. Ganz genau. Sehr gut, jetzt bin ich gespannt, was man verzüßt. Ich gebe mal die Hollerbeeren zuerst rein. Da habe ich diese zwei Gläser. Man sieht, die haben ein bisschen unterschiedliche Farbe, aber eigentlich ein grünes Kernl ist nicht mit drinnen. Und natürlich haben wir auch wieder eine ganz schlaue Expertise von der Bettina, nämlich zu unseren Hollerbeeren. Das hören wir uns jetzt an. Der Holler gehört zu den Moschusgewächsen. Und diese kleinen dunklen Steinfrüchte, die sind ein Zeiger für den Frühherbst. Sie enthalten Anthocyane, die sind verantwortlich für diese dunkle Farbe. Das ist ein UV-Schutz für die Pflanze, aber für uns haben sie eine antioxidative Wirkung. Außerdem hat er noch ganz viel Vitamin C, Gerbstoffe, Mineralstoffe wie Kalium und Calcium, aber auch Eisen und entzündungshemmende ätherische Öle und herzstärkende Glykoside. Also ein absolut gesundes Spätsommeressen. Generell wirkt der Holler, die Blüten wie die Beeren, gegen Fieber oder Erkältungskrankheiten und wirken super schleimlösend bei stark festsitzenden Schleim auf den Bronchien. Wichtig ist bei den Hollerbeeren, dass man sie auf jeden Fall bis zu 80 Grad für mehrere Minuten erwärmt, sodass die Giftstoffe abgebaut werden und sie dann für uns super verträglich sind. Ein kleiner Tipp nur am Rande, es gibt noch den Zwergholler, das ist der giftige Verwandte. Bei dem wachsen die Beeren nach oben, hingegen beim Holler wachsen sie nach unten. Aus dem Holler kann man Kompott machen, man kann ihn aber auch als Tee zubereiten, aus den frischen oder getrockneten Beeren. Dann geben wir wegen dem Geschmack und wegen der Farbe auch noch diese Brombeeren dazu. Den Traubensaft drüber, geben den guten Rotwein dazu. Keine Angst, der Alkohol verdunstet. Und während das jetzt ca. 15 Minuten dahin köchelt, Markus, hätte ich an dich eine Bitte, dass du vielleicht diese Birne und diesen Apfel in so halb Zentimeter Würfel schneidest. So hast du das vorgestellt. Du tust nur schütten und die tust schneiden, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Mit Schale, oder? Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran, vielleicht ohne Kerngehäuse, das wäre super. Passt, dann mache ich jetzt einmal die schwere Arbeit von der Nachspeise. So, Birne fertig. Das war jetzt Rekordzeit, ha? Ja, Wahnsinn. So, jetzt brauchen wir auch noch unsere
Zwetschgen, die müssen wir jetzt auch noch schneiden. Wie möchtest du die gerne schneiden? Die kannst du ein bisschen größer machen. Und für die super Zwetschgen, die wir da haben, gibt es natürlich von der Bettina jetzt auch noch mal eine ganz wichtige Info für uns. Die Zwetschge gehört zu den Rosengewächsen und sie hat Steinfrüchte. Und diese Steinfrüchte, die haben so einen weißlichen Duftfilm, der aus winzig feinen Wachspigmenten ist und die Zwetschge vor Schädlingen und vor dem Austrocknen schützt. Daher soll man die Zwetschge erst kurz vorm Verzehr waschen. Die Zwetschge hat einen angenehm süßen Geschmack und erinnert an Sommer, aber gleichzeitig bereitet sie uns auch schon vor auf einen gesunden Herbst. Sie hat Vitamin C, A und E, aber auch einige B-Vitamine enthalten. Kupfer und Zink, aber auch das Spurenelement Bor. Das ist der Stoff für unsere Gelenke und für unsere Knochen. Hauptsächlich kennen wir die Zwetschge oder auch die Pflaumen als verdauungsförderndes Mittel. Verantwortlich dafür sind die enthaltenen Pflanzenstoffe, also die Pflanzenfasern und die Pektine. Die quillen den Darm auf, nehmen uns Giftstoffe und den ganzen Müll mit. Man kann von den Zwetschgen, aber auch von allen anderen Pflaumenarten schon ganz zeitig im Frühling die Knospen ernten zum Würzen. Die Blüten kann man verwenden für Eis, Sirupe oder für Desserts. Und jetzt die Früchte für Obstknödel, für Kompott oder Marmeladen. So, da sieht man jetzt bei den Beeren, dass die alle so eine Einbuchtung haben. Da ist jetzt der Saft heraus und das ist das Zeichen, dass man jetzt Apfel, Zwetschge und Birne dazugeben kann. Man sieht schon, was da jetzt gerade mit den Früchten passiert. Die nehmen sofort natürlich die Farbe vom Holler an. So, also eher nicht wallend kochen, sondern einfach mehr so ziehen lassen. Ja. Dann fehlen uns nur mehr die Orangenwürze. Und wenn du da jetzt einmal drüber riechst, wie das jetzt riecht, da ist eine ganz andere Musik drinnen. Ja, das ist. Dann. Das ist super. Den Zucker. Und ich habe jetzt da was, was geschmacklich noch einmal ein Hype ist. Und zwar ist das keine Stärke, sondern ein Puddingpulver. Geht mit Stärke auch, aber Vanillepulver ist perfekt. Das soll jetzt eigentlich nur mehr eine Minute so ein bisschen leicht. So, und man sieht sofort die Bindung, die da ist. Ja. Glänzen tut es wunderschön, riechen tut es extrem gut. Und wenn es noch ein bisschen so schmeckt, wie es ausschaut, dann mal gönnen. Jetzt gehört es noch in die Glaseln rein. Wenn du so nett bist und mir das zuschraubst, was? Das war der totale Wahnsinn. Perfekt. Ja, Christian, super. Dankeschön. Also wirklich ein richtig cooles Menü. Und ich freue mich so auf das Picknick. Gell? Aber ich brauche ja für das jetzt einen Picknickkorb. Ja. Und den werde ich mir jetzt dabei bei der Maria besorgen gehen. Super. Gell? So, Maria, so. Wir waren fertig mit Kochen. Jetzt müssen wir noch backen. Gell? Gut, ich habe dir die Picknickdecke schon reingetan. Sehr gut. Dann tun wir nach unten die Gläser. Okay, unseren Salat. Der Vorteil an die Glaseln ist auch, du kannst alles wieder mitnehmen, verschließen und es entsteht kein Müll am Berg. Ja, das ist richtig low waste. Gell? Genau. Jetzt haben wir alles. Nein, unser Holerkoch fehlt uns noch. Genau. Christian, Holerkoch? Ja, ah ja. Bevor du es vergisst. Nein, das ist ja. Das vergiss ich nicht. Das kannst du sicher sein. Das muss auch noch mit rein. Perfekt. So, und ich zeig dir jetzt, wo du hinfahren kannst. Du fährst noch geschwind. Und fährst mit dem Schiff direkt zur Talstation von der Schafbeckbahn. Mhm. Fährst mit dem Zug bis zur Mittelstation und dann brauchst du nur ein Stück rechts geben und du hast den coolsten Platz und siehst über den ganzen See. Okay, ja, da bin ich gespannt. Ich war da noch nie oben. Am Weg nach Gschwend kommst du vorbei beim Stoffbauern mit den Schafmilchprodukten. Da backst du dann am besten nur einen Käse ein. Mhm. Und fährst weiter vor der Schiffstation ist der Rieger Sigi vom Primus Häusl und da kannst du diese ganzen Zutaten, die wir heute verkocht haben, auch in hochprozentiger Form mitnehmen. Oh, gefährlich. Ja, da bin ich gespannt. Das schaue ich mir jetzt gleich an. Wunderbar. Servus, Sepp. Markus, grüß dich. Oh, das sehe ich schon. Die volle Palette. Ich habe schon meinen Picknickkorb mit. Wo geht's denn heute? Hey, grüß dich zuerst noch. Grüß dich.
auf den Schafberg auf. Und ich brauche unbedingt von dir noch ein bisschen was vom Schafe. Was darf ich dir mitgeben? Ich habe im Grunde genommen zum Beispiel da einen Goldschatz. Das ist ein Schaffrischkäse, ein biologischer, in dem Fall mit Dattel und Curry. Eine ganz geile Kombination. Oder natürlich unser Klassiker ist unser Wolfgangsee-Schafkäse. Haben wir da zum Beispiel mit Pfeffer und Paprika gerollt. Ist auch wieder ein Schaffrischkäse mit Kräutern und so jetzt leicht abgewürzt und dann gerollt, in dem Fall in Paprika und in Pfeffer. Ich sehe schon, ich müsste, glaube ich, eigentlich meinen Picknickkorb tauschen, weil das passt ja bei mir alles gar nicht rein. Aber mitnehmen darf ich gerne alles. Warum Schaf? Wie bist du auf die Schaf gekommen? In Wirklichkeit, weil Schaf einfach ein ganz liebes Viech sind, ein herziges Tier ist, das gut da in die Grünlandgegend reinpasst. Und ja, das zum Schluss ein extrem gutes Produkt macht. Nämlich die Schafmilch ist eine sehr bekömmliche, recht eine angenehme Milch. Eine Basis für ganz viele gute Sachen ist, wie zum Beispiel beim Joghurt oder beim Käse, den wir machen. Und seit einigen Jahren auch beim Schafmilcheis ist die Schafmilch auch die Basis, die für alles gut passt. Du, wie viele Schafe habt ihr denn jetzt aktuell mittlerweile? Milchen tun wir zurzeit 125. 125? Und die Milch haben wir von unserem Betrieb und von meinem Bruder und seinem Betrieb in Dolgau. Der hat auch noch mal sowas und wir verarbeiten ca. 80.000 Liter Milch im Jahr. Ja, ist schon eine sehr konzentrierte Milch, ist eine kostbare Milch. Man sieht ja, da kommt nicht so viel raus. Also ein Schaf hat einen Liter, anderthalb am Tag. Ja. Eine Kuh hat 30 Liter am Tag, gerade wenn man das im Vergleich sieht. Aber es ist dafür umso was Besseres und Wertvolles. Wie lange macht ihr das jetzt schon mit den Schafen? Den Betrieb, die Familie Eisel da am Stoffgurt, gibt es schon seit 1490, also schon seit über 500 Jahren. Das mit den Schafen, wie du gefragt hast, mache ich jetzt seit gut 40 Jahren. Also ich bin 17 Jahre alt gewesen, da habe ich mir zwei Schafe und eine Lampe gekauft und habe das einmal probiert. Ja, und seither macht man das und das hat sich entwickelt. Käse, Joghurt dann gleich einmal dazu, ja. Und eben seit 5 Jahren jetzt auch die Speise. Also. Jetzt stehen wir da vor dem Hofladen und jetzt ist das ist ja alles komplett voll. Genau, also da haben wir wirklich das ganze Dach mit PV-Anlage gemacht, haben auch das Gebäude ein bisschen schon an die PV-Anlage angepasst. Das heißt, die Blechabschlüsse und all die Sachen da wenig werden. Beim Bauernhaus haben wir es ja mit Holzschindeln gemacht, weil das traditionelle Gebäude haben, wo wir gesagt haben, da wollen wir die Tradition und die Moderne verbinden. Und mit dem könnt ihr im Prinzip den ganzen Betrieb eigentlich selbst versorgen? Da produzieren wir in Summe so viel Strom im Jahr, wie wir selber als Betrieb brauchen. Das ist einmal so unser Zugwein, was wir auch für die Autos brauchen zum Fahren, das ist da auch dabei. Ja, Mobilität ist überhaupt nur ein großes Thema für uns, weil wir der Meinung sind, dass wir auch da ganz klar in Richtung erneuerbare Energie gehen müssen und wir einfach schauen müssen, dass wir CO2-Ausstoß vermeiden. Und das geht, es ist möglich. So, das ist jetzt unser neuer Hofladen, da ist uns darum gegangen, wieder ökologischen Baustoff Holz zu verwenden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Leute die teilhaben zu lassen, da am Melken und am Geschehen, das bei uns in der Landwirtschaft ist, da man sieht, wie es unsere Viecher da geht in dem Bereich. Und der Hofladen ist jetzt so aufgebaut, dass wir zum einen unsere Produkte haben, alles was wir haben, und dann noch Produkte dazu haben, auserlesene Produkte von Betrieben, wo wir der Meinung sind, die passen da gut rein. Und es läuft im Prinzip unter dem Prinzip Selbstbedienung, gell? Genau, ist rein auf Selbstbedienung aufgebaut. Das heißt, man kann sich da die Sachen nehmen und hat dann vorne wirklich eine super Selbstbedienungskasse mit einer guten Menüführung, wo das sehr gut funktioniert. Ich habe einen Menschen gesehen, den ich gerne mitnehmen darf. Den nehmen wir jetzt gleich raus. So, super, danke Sepp. Eine in meinen Picknickkorb. Jetzt muss ich auch Gas geben, weil ich muss meinen Schnaps noch besorgen. Dann muss ich zum Schiff und auf den Schafberg zu meinem Picknick. Vielen Dank. Markus, hab mich gefreut, dass du da gewesen bist und ein gutes Picknick heim. Ciao, gell? Servus. Bitte. Servus Sigi, grüß dich. Markus, grüß dich. Du, ich bin auf der Suche nach einem guten Verdauungsschnapsel für mein Picknick. Mhm. Und wir haben nämlich gekocht mit Holler.
Zwetschgen, okay, und Himbeeren. Ja. Ja, irgendwas so vielleicht in die Richtung. Da fängt man bei passend allen drei Sorten sicher das passende Schnapsel dazu. Wie du es siehst, ist die Auswahl sehr groß. Ja, ich habe schon gesehen. Wahnsinn. Ich richte es einfach mal zusammen. Du hast jetzt gesagt, Zwetschgen, Holler und Himbeer. Ja, genau. Wunderbar. Fenty, was glauben wir meint? Jawohl. So, da la. Schauen wir uns das einmal an, oder? Alle drei Sorten gefunden. Und zudem sogar speziellere Abwandlungen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einmal mit dem Holunderblüten-Bären-Cuvée. Aus dem Raubrand der Bären des Vorjahres mit den Blüten des Folgejahres, das der Feinbrand gefertigt wird. Ist also sehr vielschichtig, hat gleichermaßen diese blumigen wie auch diese ja leicht herben, trockenen Aromen von den Bären jetzt drinnen. Zum Wohle. Freut mich. Natürlich, Beeren haben immer ein bisschen was Herberes, Erdiges an sich. Aber das wird durch dieses Blumige von den Blüten recht gut kaschiert, glaube ich. Was verbirgt sich denn für eine Familiengeschichte hinter deiner Brennerei sozusagen? Destilliert wird schon seit Generationen bei uns. Ich habe es selber vom Vater gelernt. Und der war der Erste, der das wirklich als Beruf ausgeübt hat. Das war dann schon viel mehr als ein zweites Standbein. Und hat dann auch bei Prämierungen mitgemacht. Und das sehr erfolgreich und auch immer erfolgreicher. Und so haben wir uns eigentlich qualitativ zu einem der besten Brenner in Österreich entwickelt, kann man sagen. Die Waldhimbeer ist sowieso eines der edelsten Destillate. Nicht zuletzt, weil einfach die Ausbeute sehr gering ist beim Brennen, ja, hat nicht sehr viel Eigenzucker, Fruchtzucker, der dann ja schlussendlich zum Alkohol wird. Und da ist die Ausbeute einfach sehr gering. Da sprechen wir von wenigen Litern bei 100 Kilogramm Frucht. Und was ist jetzt eigentlich, was du sagst, so das Besondere an deine Destillate da im Haus? Würde ich jetzt in erster Linie mal sagen, die Vielschichtigkeit. Es gibt ja kaum eine Frucht, die man nicht brennen kann, die man nicht ansetzen kann. Und über die Generationen, wenn es vorher auch nur Fallobstverwertung war, hat sich bei uns da ein Sortiment von, ich würde sagen, 50, 60 verschiedenen Schnäpsen und Likören entwickelt. Und auf das sind wir recht stolz und da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Wir gehen weiter zur Dörrzwetschge Barrique. Ist ein bisschen was Rustikaleres. Während mit der frischen Zwetschgenmaische gedörrte, aber richtig noch über Holzfeuer gedörrte Zwetschgen mit vermaischt und gebrannt. Das Ganze kommt dann noch 3 Jahre in ein Eichenfass. Wenn euch das auch so gut gefällt, was der Sigi macht wie mir, dann darf man uns über ein Like freuen. Also ich ganz ehrlich war jetzt da. Bei der Dörrzwetschge. Ja. Warum? Weil das, glaube ich, nämlich zu dem Hollerkoch, zu dem süßen Hollerkoch. Das kann ich mir gut vorstellen. Sicher gut dazu passt. Den schnappe ich jetzt und tue den gleich in meinen Picknick-Rucksack. Jawohl. Und wie komme ich jetzt am schnellsten zum Schiff? Ganz einfach. Vorne links raus, sobald du beim See bist, nochmal links und dann stehst du schon vor der Schiffsanlegestelle. Wie lange geht er? Zu Fuß? Keine 5 Minuten. Sehr gut, das passt für mich. Seegang hast du ja schon, ja, vor der Schifffahrt. Wünsche ich dir alles Gute. Danke. Genialer Weg da rauf, im Schifferl um, Schafbergbau bis zur Mittelstation. Und jetzt haben wir einen super Platz gefunden da und da werde ich jetzt mein Picknick auspacken. So, liebe Bettina, ich habe ja richtig schwer arbeiten müssen jetzt für das Picknick. Und darum freue ich mich jetzt auf dein Feedback.
Wow, Markus, da bist du ja an einem super schönen Platz. Unglaublich. Und die Gerichte super praktisch zum Mitnehmen. Ich bin ein Fan von dem Sonnenblumen-Knäckebrot. Und Hollerkoch ist mein absolutes Lieblingsgericht zu dieser Jahreszeit. Alles in allem echt gut gemeistert. Sommerliche, frische Gerichte. Und du hast die Challenge diesmal ganz schön ernst genommen. Sogar fürs Verdauungsschnapserl hast du gesorgt. Ja, danke Bettina. Und ich sage nur, meine Belohnung ist die Location. Und darum sage ich jetzt Mahlzeit. Also was da hier oben besser ist, kann ich euch gar nicht wirklich sagen. Entweder das Picknick oder die traumhafte Aussicht. Und wenn ihr noch mehr Tipps und mehr Sendungen sehen wollt, dann einfach da klicken.